Hallo, ich habe hier den Fischer Technik 3D Drucker noch unaufgebaut und möchte einfach nur mal kurz den Inhalt dieses Pakets zeigen. Auf dem Frontcover sehen wir schon die typischen Fischer Technik Bauteile in Schwarz und in Rot, Nylon und ABS bzw. die Fischer Technik Profile. Die 3D Drucker spezifischen Teile wie das Controllerboard oder die Schrittmotoren und die Düse, die sind natürlich neu und bisher bei Fischer Technik nicht zu finden. So, nun zum Inhalt. Das Paket ist ungefähr so 6 Kilo schwer. Wir packen das jetzt mal aus. So, es ist alles in diesen typischen Fischertechnik-Kisten enthalten. Bei der Menge an Material hätte ich mir vielleicht etwas Stabileres gewünscht. Hier haben wir die Anleitung, die Aufbauanleitung. Die sind in der Regel recht gut und anschaulich. Und zumindest im Gegensatz zu anderen Herstellern schon mal ausgedruckt. So, also hier kommt uns schon mal das Hotend, die Düse entgegen. So, hier vorne ist der Thermistor. Ich halte das mal ins Bild. Zur Temperaturmessung. Und der Widerstand, um die Düse zu heizen. Das Teil sieht eigentlich ganz solide und ordentlich aus. So, die Kabel, vermutlich für die Schrittmotoren. Ein Netzteil, vermutlich 12 Volt. So, diverse Kleinteile. Das sind die Kettenglieder für die Z-Achse. Ein paar Schrauben, wahrscheinlich um die Schrittmotoren zu befestigen. Dann Silikonfett, vermutlich um die Reibung herabzusetzen. So, dann haben wir hier noch ein USB-Kabel zum Anschluss an den PC. Noch ein paar Profile und die Räder, die findet man an dem Filamenthalter. So, hier haben wir, ich würde sagen, eine Filamentprobe. Mit 50 Gramm kommt man natürlich nicht weit, aber ja, man kann auch jedes beliebige PLA dafür nehmen. Allerdings macht Fischer Technik Einschränkungen bei der Gewährleistung, wenn man nicht das eigene Filament nimmt. So, okay. Hier haben wir schon etwas recht Schwergewichtiges. Die Schrittmotoren, die sind auch wirklich sehr schwer. Also von der Größe her sind das nicht mal 14 Motoren. Also mir kommen sie auch schwerer vor als so ein üblicher Nehmer 17 Motor. Der Achsdurchmesser. Der Achsdurchmesser sind 5 mm, ja. Also im Prinzip ein Standardmaß. So, diverse Silberstahlstangen, die in Verbindung mit den entsprechenden Bausteinen im Prinzip die Lagerung darstellen. Der Extrudermotor, der wird dann zum Schluss mit dem Bautenzug verbunden. So muss man sich das dann vorstellen. Und das Filament wird da reingepresst. Sieht sehr wackelig aus, ist aber eine sehr professionelle Lösung. Also kommt bei jedem Drucker zum Einsatz, der nach dem Bowden-Prinzip arbeitet. So, das ist der Controller. So, hier haben wir die Anschlüsse für die Achsen. X, Y, Z, Extrudermotor. Hier wird die Heizung angeschlossen. Von unserer Düse. Hier vermutlich der Sensor für die Temperatur. Und hier, das sind die Endlagenschalter, jeweils für eine Achse. So, eine Sicherung gibt es auch noch, eine Schmelzsicherung. Und das Netzteil dürfte ein 12-Volt-Netzteil sein. Okay. Gut, weiter geht's. Die nächste Etage. Ja, die üblichen Bauplatten. Das Druckbett. Das ist eine Plexiglasscheibe. Und darauf wird
klebt dieser Haftvermittler, damit das Filament besser dort drauf haften bleibt. In der Regel druckt man auf Glas. Das haben wir hier nicht. So, hier haben wir diverse Fischertechnik üblichen Bausteine. Hier auch. Da können wir mal reingucken. Diese Schnecken und die Schneckenmuttern spielen eine zentrale Rolle, weil darüber wird die Z-Achse wird darüber gesteuert und ich muss nochmal aufs Bild gucken. Die Z-Achse wird darüber gesteuert. Ja, eigentlich alle Achsen werden darüber gesteuert. Bloß, dass die Z-Achse nach oben über eine Kette verbunden wird und keinen Direktantrieb hat. So ist das. Okay. Jetzt kommt das vierte und letzte Teil. Wieder diverse Bauplatten. Ein Katalog. Eine Karte, um den Düsenabstand zu justieren. Da kann man aber auch jedes Blatt Papier für nehmen. Der Durchmesser ist im Prinzip der gleiche für den Düsenabstand zwischen Düse und Druckbett. Wichtig ist die Nummer hier. Die kann man sich aufheben und merken. Und das sollte man zumindest für eine Garantie tun. So, hier haben wir die Halterung für die Schrittmotoren. Ja. Jede Menge an Schnecken. Und diese Bausteine bilden in Verbindung mit den Achsen. Moment, wo sind sie? Im Prinzip das Lager. Muss aber leicht gefettet werden. Ist natürlich kein Axiallager. Aber es hat relativ wenig Spiel, wenn man das vernünftig baut. So, dazu noch ein Spachtel, um das Druckobjekt von der Oberfläche zu lösen. Die üblichen Fischertechnik-Profilschienen. Damit kann man ganz wunderbar bauen. In dem Fall brauchen wir es natürlich, um die Achsen möglichst reibungsfrei und spielfrei hinzubekommen. Und zwei Aluwellen mit entsprechender Aussparung. Da gibt es wahrscheinlich einen entsprechenden Baustein dafür, um das Ganze an den Schrittmotor zu koppeln. So, was fehlt noch? Ein Verbindungskabel für die Stromversorgung. Dann noch ein paar 30er Bausteine. So, jetzt muss ich mal gucken, was noch was drin. So, ja, da kommt noch was. So, ja, 15er Bausteine, diverse kleine Bausteine und nochmal 30er. So, ja, das ist eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele Bauteile sind hier drin. Das steht sicherlich irgendwo drauf. Ach, da oben steht's. 890 Bauteile. Da ist man erstmal eine Weile mit beschäftigt. Und kann seinem Hobby frönen. So, in den nächsten Tagen werde ich mich einfach daran machen und das Ganze mal aufbauen. Und dann gibt es von dem fertigen Aufbau dann ein weiteres Video.